Damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Hausflippers. So, wir wollen natürlich jetzt rübergehen in die Hackerloft. Die haben wir uns ja gekauft. Schauen wir uns die Wohnung doch mal an. Was wir daraus machen können. Vielleicht können wir da auch einiges an Geld draus ziehen. Ich sehe auch schon hier einen Spielautomaten. Da wird halt, es ist, glaube ich, ziemlich viel ums Spielen gehen. In diesen, ja, oder nicht ums Spielen, eher so ums Hacken. Okay. Und da frage ich die Fässer. Oder warum es da so grün war. Weiß es nicht. Erstmal machen wir hier sauber. Schauen wir mal. Ne, das ist der Eingang. Da wollen wir nicht rein. Machen wir erstmal hier sauber. Versuchen wir zumindest. Ah, guck mal. Das Schell haben die auch hier. Ja, wie soll ich denn da oben rankommen? Mensch. Von oben oder was? Hey. So, ich glaube, gleich haben wir den ganzen Schmutz einmal weg. Wenn wir die Wohnung nur so verkaufen würden schon, könnten wir auch schon einiges an Geld machen. Ich weiß halt noch nicht, was wir hier alles so Schönes machen werden. Was ich weiß, ist auf jeden Fall, wir räumen mal den Müll auf. Die kann man als Deko noch benutzen, das ist cool. Den auch. Wir haben so die Deko alles auf einen Haufen. Ein durchaus sauberes Haus. Ja, sehe auch. Ich würde halt hier nicht drinnen wohnen, aber hey. Ah, gegen den Müll bin ich ja hier. Da hatten wir noch Akten. Komm weg. Hier war noch irgendwo Dreck. Auf weg. So, hier oben einmal sauber. Was soll hier? Oh. Das war der Müll. Soll hier Müll sein? Gute Frage, nächste Frage. Ich sehe da Müll, ich weiß aber nicht welchen. Da kommt wieder ein Raum, wo ich 100 oder ein Haus, wo ich nicht 100% sauber machen kann anscheinend.
Dieses 100 Stunde Prachtstück hier draufstellen. Und passt das doch hier oben. Ja, eigentlich ist es eh nur hier wirklich aufräumen. Bisschen nachdekorieren und dann war's das. Was will man sonst hier machen? Das Haus, das können wir auf jeden Fall mit einem höheren Wert wieder verkaufen. Das ist einfach nur dreckig. Mehr ist es nicht. Mehr ist es ja nicht. Einmal weg damit. Auch hier einmal sauber machen. Ja, ich glaube, aber das wäre halt wirklich so ein Haus. Das wird nur sauber gemacht und kriegt man halt das Geld wieder dafür. Sei denn, man möchte es halt selber behalten. Es ist halt voll möbliert. Kannst halt alles wieder benutzen davon. Das Haus ist eigentlich wirklich nur zum Saubermachen. Mich würde das jetzt halt nicht so anschocken, in so einer Wohnung zu wohnen. Natürlich meine Meinung. So, das Fenster ist auszaubern. Hier oben war kein Fenster. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Kann. Einfach noch schöner hinstellen. So, die Dosen dürfen natürlich hier auf den Tisch. Für den nächsten Besitzer, der kann sich erstmal hier richtig Dosen gönnen. Energy. Nebenbei kann er dann auch noch hier. Will das natürlich nicht aufheben. Möchte hier noch mal bisschen klar Schiff machen. Okay. Kriegen wir hin. Ich fand, da war jetzt ein bisschen zu wenig zu machen. An den Haus. So. Hat das überhaupt ein Schlafzimmer? Ja, oben. Oben hatte er ja eins. Beinahe vergessen. So. Cool. Wieder daran.
Vielleicht drehen wir den auch noch so. Perfekt. Ja, Wohnung ist eigentlich soweit sauber. Kann man wieder so verkaufen. Und machen wir jetzt auch. Also ich hätte mir mehr erwartet, aber... Oder dass es halt runtergekommener ist. Wir gehen auf Haus verkaufen. Schauen wir mal. Guck mal, jetzt kommen schon die besseren Angebote. Tja. So ein Rentner-Ehepaar, was halt da einziehen würde. Kann man machen. Wir werden es mal versuchen, mit ihnen in der Preisverhandlung zu gehen. Eben einfach noch sagen. Sie noch 12.000 drauf. Das gehört ihnen. Okay. Dann sprechen. Mehr haben die nicht. Komm denn hier, nimm das. Ja. Okay. Hab halt gedrückt, aber er wollte nicht, musste da selber nochmal raufgehen. Egal. Haus ist verkauft. Gehen ins nächste Haus. Hoffe, dass da ein bisschen mehr wieder zu tun ist. Doch gleich schon 3 Uhr. So, schauen wir mal. Lichtergasse. Haus, was irgendwas hier. Okay. Schnelles Geld. Wäre das hier, glaube ich, auch wieder. Komm, wir gehen mal rein. Vielleicht ist es wirklich schnelles Geld. Sieht nämlich schon wieder danach aus, als ob es schnelles Geld ist. Wird es eben sauber gemacht, wieder verkauft. Kommen beim Eingang. Da geht's wieder raus. Kommen in der Cyberpunk-Küche. Das wäre mal auch ein bisschen zu drill, die Farben. Schauen wir uns erstmal den Gebäudegrundriss an. Vielleicht kaufen wir uns, machen wir das auch für uns fertig. So. Aufstellen, das geht nicht. Okay. Immer viel zu viel Beleuchtung. Viele, viele Bücher haben wir hier. So vom Aussehen her ist es jetzt nun nicht das, was ich mir erhoffen würde. Setzen wir gleich rüber. Fangen wir nämlich an mit dem Putzen.
So. Da unter müssen wir gleich noch mal. Auch hier wieder. Hier hätte ich auch noch einen Punkt gesehen. Und da in der Ecke. So. Ist halt auch wieder so ein Haus, Kreuzes. Jetzt sind wir zu futuristisch. Das Haus. So. Nee. Verkaufen wir wieder. So, hier. Sauber. Sauber. Auch sauber. Ja, auch sauber. Gut. Verkaufen. Haben jetzt schon halt einen Gewinn drauf auf das Haus. Das Rentner-Ehepaar will schon wieder das haben, ne? Was? Ein Haus herrscht Chaos, keine Ahnung, was sie damit meinen. Gucken. Ja, dann. Viel Spaß kriegt ihr. Bekommt ihr. Das Haus war jetzt auch nicht so berauschend, finde ich. Schnelle Häuser zum schnellen Geld machen. Nächste Haus. Kaufen wir uns wieder. Was haben wir? An den Häusern kommen wir noch nicht. Nicht bewohntes Haus. Können wir so richtig uns austoben, aber das würde ich nur auslassen. Hier, das hört sich dauert schon wieder nach. Oh, macht das sauber an. Oder es sieht halt schon wieder möbliert aus. Ich meine, das Möblierte ist gar nicht schlecht. Ich finde, das sieht toll aus. Das ist halt eher was, wenn du das Haus, glaube ich, halt für dich selber halten möchtest als Büro. Bis jetzt noch nicht gemerkt, dass ich solche Häuser halt wirklich haben möchte. So. Ich meine, das sieht jetzt auch wieder nicht so toll aus, aber es ist möbliert. Mal wieder. Fangen wir doch mal an mit sauber machen. Mein Gott, was für ein Chaos. Das Ding kommt mir nicht hier. Damit wir auch das Chaos beseitigen können. Fensterscheiben sind sauber. Hier war noch Müll. Jetzt auch nicht so sexy.
Wo ist hier der Dreck? Irgendwo hier hin da. Irgendwo soll hier noch was sein. Die noch nie weggeräumt habe. Und den Schränken ist schon mal nicht. Eine hier hätten wir auch schön saubere Schränke. So, hier eher. Oh, und ich kann das jetzt da gleich nicht reinstellen, ne? So, da gehen wir mal das hier rüber. Irgendwo muss da ja noch Dreck liegen. So. Die war es nicht. Auch nicht. Oh Gott. Das habe ich aber auch nicht wirklich gesehen. Hätte ich das gesehen, dann hätte ich es natürlich hier alle stehen lassen. Kann ich. Okay. Wie dreht er sich trotzdem nicht bei mir? Kombination gerade versucht. Lassen wir mal so stehen. Oh. Die Ketten, die bleiben, oder was? Die Schuhe kann ich übrigens nicht nehmen. Habe ich doch wieder was übersehen. Ne, damit kann ich wieder rausgehen, aber... Ich kann auch die Waschmaschinen nicht nutzen, aber... Parieren. Wie? Putzen? Oh ne. Dann. Aha. Sorry, aber ja. Wollte nicht so, wie ich wollte. Brauche irgendwo hier ein Dreckfleck, was ich nicht aufheben kann. Gehe davon aus, dass es die Schuhe sind.
Weil ich kann den definitiv nicht aufräumen. Schade. Bett machen. Sieht auch soweit schön aus. Weiß nicht, wohin die Kerze ist. Ne, wir müssen es verkaufen. Ja, es passt so. Ja, die einzigen, die Schuhe, die kann ich halt nicht entfernen. Das nervt mich natürlich. Komm, machen wir noch. Wir machen jetzt noch eine Sache. So. Auch noch hier schön in die Ecke. Die halt hier. Sonst noch irgendwas. Nö. Würde ich sagen, kann man so verkaufen. Machen wir jetzt auch. Verkaufen. Und schon haben wir Gewinn. Das Rentner-Ehepaar will es wieder haben. Ja, legen Sie noch 5000er drauf und dann passt das. Machen wir so. Ja, dann ziehen Sie da ein. Viel Spaß dabei. Wir wollen das nicht. Es sind halt fertige Häuser. Man könnte die natürlich auch alles halt instream rauswerfen, alles und Sachen. Und man könnte dann halt sein Eigenheim daraus machen. Müssen wir mal gucken. Wir holen uns jetzt mal. Ein Haus, was etwas verbirgt. Das kaufen wir uns jetzt mal. Wir gehen jetzt einmal nur schlicht einmal durch. Dann gucken wir mal nach, was wir da machen können. Vielleicht ist es auch ein Haus, wo wir sagen, da ziehen wir hin. Bei den hohen Rasen auf jeden Fall. So. Auf jeden Fall ist das halt auch. Oh. Ein Haus, wo wir was sauber machen können. Renovieren wollte ich sagen. Wäre auch richtig. Das mit Sicherung, das klappt ja bei mir. Kann da anscheinend durchklicken. Können wir nochmal so einen Waschraum fertig machen. Es wäre wieder zu schade, wenn wir das halt uns nutzen würden. So. Nochmal ein bisschen putzi-putzi hier. Das ist ja das Schöne, man ist so schnell im Putzen. Das kriegen wir noch so hin. Hey, das machen wir komplett fertig einmal. Und vernünftig. Dann
wird das halt wieder verkauft. Also es ist unser nächstes Projekt hier, wie wir das reinigen, oder besser gesagt fertig einrichten wieder. Auf jeden Fall müssen wir hier einiges entfernen, neu machen. Wie auch immer. Sauberkeit, das mag ich. Ja, nicht nur sie, ich auch. Mag es auch, wenn das sauber ist. So, das sieht gut aus. In der Ecke irgendwo noch, da oben. Auch weg. Und eben den Keller hier noch. So, haben wir schon. Gut, dann haben wir den ja schon mal sauber. Fenster reinigen. Fangen wir doch gleich mal eben noch an. Dann ist es nämlich schlicht nur noch das Dekorieren als nächstes wieder. Naja, erstmal müssen wir eh mit Gips dann arbeiten. Beim nächsten Mal, das sieht man ja schon. Die Wände sehen jetzt nicht so optimal aus. Aber kommt. Kommt hinterher. Am Ende werden wir eh nochmal einmal eine komplette. Komplett einmal durchklicken, ob alles sauber ist. Weil wir wollen ja auch wieder 100% hier haben. Was wir mal eben noch machen könnten. Oh, hier. 50% schneller. Und hier. Bessere Aufträge. Warum nicht? Gips. Kommt einmal hier hin. Dann haben wir einiges zu tun beim nächsten Mal. Wände. So. Ich dachte, das wäre halt eine Wand. Weil hier zum Beispiel. Das kriegen wir doch mal eben noch hin. Bisschen Gipsarbeiten. Gibt nur noch eine Wand zu machen. Okay, ist nett. Diese Information ist natürlich sehr gut. Wir müssen nur noch die Wand finden. Die Wand oder die Wände sind es nicht. Hier auch nicht. Das hier so porös ist es auch nicht. Nur wo? Irgendwo, nur nicht der Ort. Aha. Die Wände wurden repariert. Perfekt, dann haben wir das mit dem Gips erledigt. Dann können wir in der nächsten Folge so richtig anfangen mit Dekorieren, sauber machen. Oder besser gesagt, dekorieren und einrichten. Und dann mal gucken, vielleicht sieht das ja so schön aus, dass wir es auch behalten. Aber ich gehe eher nicht davon aus. Ich würde das eher wieder verkaufen. Uns reicht ja auch erstmal die kleine Bude so lange. Wir wohnen ja da nicht lang drin. Oder wir wohnen ja schon sehr lang drin. In der Bude. Und da brauchen wir uns keine Gedanken mehr machen. Hier ist nichts mehr auf dem Gras los.
Also mir kann ich übrigens immer noch nicht. Ich weiß immer noch nicht, ob es halt. Ich glaube aber, das ist so ein Garten-DLC drinnen bei den Spielen. Dann habe ich das nämlich nicht, weil ich spiele das aktuell ohne DLC. Das ist einfach nur das Grundspiel. Aber das schauen wir mal irgendwann. Gut, dann würde ich sagen, soll es das für diese Folge wieder mal gewesen sein. Ich bedanke mich einmal fürs Zuschauen und wünsche euch allen jetzt noch einen wunderschönen Resttag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.